Und da sind wir wieder zurück im Taiji-Turm. Bei Final Fantasy 13. So, und gleich eine Zwischensequenz. Saved us again. Yeah. You want to help us? Let's just count our blessings. The way's clear. Right. Mhm. So, dann haben sie uns wieder geholfen. Und jetzt ist er noch kleiner, der Fall sie. Let's go. Jetzt kann er bald keinen Schaden mehr anrichten. Und jetzt schauen wir mal, was der da hinten für uns tut. So. Ladevorgang. Toll. Und der Weg ist frei. Nach oben. Irgendwo hin. Der zentrale Aufzug kann nun die 6. Ebene erreichen. Juhu! Hurry up! Ja, hätt's mir doch nicht. Nein! Nein, geh weg! Nein, nein! Ich will nicht gegen diese Vögel kämpfen, die sind scheiße. Und da ist unser Aufzug nach unten, zur 4. Ebene. Und von da aus kommen wir dann zur 6. Ebene. Ja, wir fahren ganz lange für 3 Meter. Für Gegner? Uah. Vogelviecher. Pfui, weg. Jetzt hättest du nicht, Hope. Wir kommen schon nur rechtzeitig. Das tun wir aber erstmal speichern. Zack, speichern erfolgreich. Und jetzt fahren wir mit dem Lift. Und zwar zur Ebene 6. Okay. Ich dachte, Ebene 7. Egal. Dum -dum -dum -dum. Da -da -dum. Da -dum. Und das. Hey, woher weißt du, dass das da lang geht? Du weißt schon, dass da hinter dir was steht und so. Ja, egal. Na gut, diesen Nosferatu machen wir mal eben fertig. Leider hat er uns gesehen.
Seite immer so schön dabei. Der bricht fast auseinander. Und zur grünen Front. Und wieder zum Blitzschlag. Ja, toll. Und grüne Front zum Heilen. Ja, toll. Und wieder Blitzschlag. Ja, perfekt. Zack, zack, zack und pa! Ach, der lebt noch, verdammt. Jetzt nicht mehr. So, und wir müssen jetzt da rein und da. Ja gut, machen wir sie fertig. Bleibt uns nichts anderes übrig. Ja, dieser Rundumschlag war perfekt getimt. Oh, der Gott schlägt fast ab. So, schon mal grüne Front, was ist, stirbt er noch? Und wieder Blitzschlag. Und wieder grüne Front. Ah, die Gruppe bräuchte echt mal ein bisschen Verteidigung. Lass mich ausführen. So. Ach, stimmt, wir können wieder wechseln. Meine Fresse. Und Blitzschlag. Grüne Front. Juhu. Ha, verfehlt. So, jetzt schnell Blitzschlag und jetzt machst du fertig. Perfekt. Kristallträne und eine Kummerträne. No. So, was haben wir hier Schönes drinnen? Unheiltränen. Und hier haben wir einen Erdring. Aha. Schießt wieder schon fetzt, Alter. Drei. Das war ja ernst. Würde ich ja gerne ausprobieren, den Kampf. Oh, gut. Präventivschlag, oder? Wie, das war keiner. Ich glaube, dann machen wir mal schnell die Drakonische Liga. Alright.
Die macht er. Na, ja, schlecht. Oh oh. Oh nein. So, grüne Front. Verdammt. Na, komm schon, komm schon. Okay, wir können es uns nicht leisten, aus der grünen Front rauszugehen. So. Gut, einen haben wir fast weg. Jetzt wird's langsam eng. Verdammt. So, einer ist weg. Verdammt. Das Geschrei ist ekelhaft. Schon krass, dass das mal Menschen waren. Die sind bestimmt von diesem VSC, der wo darin rumfliegt, verflucht worden oder so. Oder eine sehr, sehr beschissene Bestimmung gehabt. Die, wo sie nicht erfüllen konnten. Irgendwie sowas. Steh auf, fang! Na, nicht schon wieder. Ach, komm schon! Wohl lieber noch nicht. So, Blitzschlag. Yeah, einer ist weg. So, nur noch einer da, den schafft man auch noch. Hoffentlich gibt der Kampf einigermaßen viel Kristallpunkte her. Oh nein. Puh, gerade noch Glück gehabt. Und Angriff. Yeah. Hardly worth the effort. So, ja gut, 7050 geht noch. Hätte ruhig ein bisschen mehr sein können. So, dann fahren wir mal mit dem Lift nach oben
Oder unten. Oder? Wo fahren wir hin? In die Aszendentalebene. Aszendent. Ja, die Ebene halt. Ebene 7, sagen wir einfach mal. Ja, wir sind oben angekommen. Aha. Ein Speicherpunkt. Juhu. Zack, gespeichert. Keine Gegner? Gibt's irgendwo Schatzkisten? Ach, da steht auch nur einer. Na, du? Okay, den können wir nicht ansprechen. Da ist eine Schatzkiste. Eisschild. Noch irgendwas. Da ist der Turm umgefallen anscheinend. Da ist auch noch eine Schatzkiste. Ein Eternikum. Wo geht's da hin? Nirgends. Sehr schön. Ui. Ein Schneegebiet. Cool. So, dann gucken wir mal ganz kurz ins Kristarium. Da haben wir auch ein paar Pünktchen übrig. Ja, ein bisschen was hat's erbracht. Hier hat's eine Rollenstufe gebracht, das ist ja perfekt. Dann machen wir dann beim Verheerer alles fertig. So, und beim Hope, da bringt's wahrscheinlich nicht ganz so viel. Yay, war es 10.000. Oh Mann. Na gut, wo müssen wir denn eigentlich hin? In die Mitte. Na gut, da würde ich jetzt sagen, speichern wir nochmal ganz kurz. Einfach nur so, aus Spaß. Zack, gespeichert. So, und in die Mitte, da gehen wir in der nächsten Folge rein, weil da erwartet uns wahrscheinlich etwas Großes. Na gut, also ich bedanke mich fürs Zusehen wieder mal und dann sehen wir uns gleich wieder zurück zu Final Fantasy 13. Servus Leute!